Also, Idee. Du holst ihn nochmal hoch und dann stellst du den Tiny oder den Tall, das müssen wir jetzt halt nochmal gucken, stellst du direkt, dass der mit denen reden kann, und den anderen stellst du direkt vor die Schnur. Also am besten schon mal die Schnur anklicken. So. Nichts machen. Ey, hör auf. Nicht, dass er runtergeht. So, und jetzt sprichst du mit dem Kleinen, während jetzt gleich der, also da sprichst du jetzt gleich von wegen hier, was brauchen wir für Dokumente, dann schaltet der irgendwann hier in dieser anderen Ansicht. Mhm. Wenn er dann am Labern ist, ich hoffe, du kannst steuern, dann wechsel den Charakter, dass du den... Nee, in der Laber, da waren die Icons weg. Nicht in der Ich-Ansicht, wenn er labert hier in dieser Ansicht, oh, zum Schluss. Hoffentlich kannst du dann den jeweils anderen steuern, und das Seil lösen. Wir möchten diese Blabla. Also eben. So, da. So, und jetzt Wechsel. So. Kannst du die Leiter rumkippen? Nee, die Leiter ist nicht anklickbar. Okay. Achso, jetzt fällt. Oh! Hilfe! Achso, nee, du bist das. Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Werfen Sie mir einen Strick. Ich werde gegen die Regelung verstoßen. Ich erlaube Ihnen vorbeizugehen. Das Rätsel fand ich gut. Dünne Schnur? Ein Strick. So eine dünne... Die Schnur ist zu kurz und verschimmelt. Leider nicht. Wir müssen mit dem reden. Wo gibt's den Strick? Was haben wir nochmal mit alles? Okay. Kannst du mit dem reden? Der Rami, wir müssen ihm helfen. Ich unterstütze diese diesen Entschließungsantrag ohne Gegenstimmen. Okay, das sehen wir. Okay, dann gucken wir mal, wo wir irgendwie ein Seil. Oder guck mal, kannst du ihn vielleicht mit dem Stock einfach hochziehen? mit der spitzen Seite nach unten. Ja, okay. Hier könnte ein Seil sein. Überall Seile. Wenn jetzt hier plötzlich ein Seil auftaucht, ne, dann finde ich es blöd. Das muss schon irgendwie. Aber vielleicht kann ja der Tiny in die Höhle. Der Toll sagte, gibt es hier nichts mehr für ihn zu tun, aber vielleicht der Tiny. Oder vielleicht ist es jetzt freigeschaltet. Ich habe hier nichts zu tun. Das ist auch nicht festgemacht. Vielleicht müssen wir jetzt mit... Oder kann man... wir können jetzt mal das Seil vielleicht mit... oh, nee. Ich habe eine Vermutung. Oder mach erstmal das. Ich brauche Ihre Hilfe, ja. Herr Toll. Was für eine Überraschung. Ich höre Ihnen zu. Ich weiß nicht, wo ich ein Seil finden kann, das lang genug ist, um es dem Troll zu werfen. Bevor du weiterklickst. Kann man den Heiltrank auf das Seil anwenden, damit es wächst? Okay. Stand da eine Lösung in Klammern? Ich weiß es nicht. Ist egal. Doch, das wissen Sie. Okay, los. Wir probieren mal. Einfach benutzen mal das Seil mit dem Heiltrank. Hat der Toll. Andersrum? Okay. Ja, oder aufschäumen, dass die Fasern sich aufquellen. Okay. Ja, war eine Idee. Wie lange er sich festhalten kann. Genau, jetzt nochmal klingeln. Kannst du nochmal klingeln? Hey, pass auf. Direkt ein Bug. Okay. La, 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 la. Okay, kann man nicht aufbrechen. Ah, wo kriegen wir denn jetzt ein Seil her? Seil, Leute, ein Seil. Also es ging hier definitiv um Seil, ne? Und so viele Seile, ne, im Hintergrund. Ja.
Im Fluss? Ah. Okay, ja, da haben wir jetzt nicht mitgerechnet. Dann ist klar. Okay, ich gehe nochmal hier eben nach links. Alles klar. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. Diese blöde Leiter entspricht dem einheitlichen Standard nicht. Diese Stelle ist viel zu gefährlich. Dieser verfluchte Jäger hatte mir dennoch gesagt, dass es kein Risiko gibt, den Troll zu spielen. Hier, ich gebe Ihnen meine falsche Nase und den Schlüssel des Portals. Ich trete zurück. Und falls Sie jemals den Jäger treffen, können Sie ihm sagen, was ich über seine wertlosen Pläne denke. Hochachtungsvoll, sehr geehrte Brückenteilnehmer. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen auch. Oh, wo geht der hin? Okay, also hier kann man nicht zurück. Alles klar. Ich finde die Schlüssel schön. Schön verziert, ja. Hey. Okay, weiter. War das nicht eine Felswand? Also, dieser Wald ist nicht sehr beruhigend. Ja, kann ja sein, dass er ein bisschen weiter weg, dass man die jetzt daherkommt. Ja. Kopf hoch, Herr Toll. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Ich habe nie gesagt, dass wir aufgehen werden. Ich habe nur die Tatsache anerkannt, dieser Wald ist nicht sehr beruhigend. Oh, in diesem Fall bin ich einverstanden. Dieser Wald ist nicht sehr beruhigend. Aber jetzt, da wir das Thema der Aufgabe anschneiden. Die Lichtung des Jägers finden. Hat's gespeichert? Ich weiß jetzt nicht. Es hat auf jeden Fall ein Kartenvermerk gemacht. Also wir können immer noch hin und her reisen. Rechts geht's auch hoch, oder was? Ja. Mysteriöse Tür. Gehen wir mal in die mysteriöse Tür. Ich werde nie hineingehen. Das ist auch sehr klein. Einerseits, weil es schrecklich ist, andererseits, weil die Tür zu klein für mich ist. Switcheroo! Ah. Oh. Hallöse Popöse. Oh, was war das? Leuchtkäfer, Käferlampe. Direkt mal snacken. Hi, ich nehme nur alles mit. Oh, das ist ein schönes, schönes Regal. Hast du letztes Mal gedrückt hier? Ja. Okay, dann sprechen wir. Hexe. Oh. Hallo, du kleines Geschöpf. Oh, die sprechen alle für gleich. Mach mal ohne die so. Mach einfach Hallo. Hallo. Hallo, du kleines Geschöpf. Mach einfach also das, oder? Ja. Ich hob diese Leuchtkäferlampe vom Boden auf. Oh ja, du kannst sie behalten. Ich habe schon viele davon. Sind Sie eine Hexe? In der Tat. auf Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Okay, also wahrscheinlich müssen wir jetzt im Wald erstmal nach rechts gehen, um zu interagieren. Irgendwie was haben, womit der, ja. Mit der Hexe. So, wir bräuchten jetzt die Hilfe einer Hexe. Ja, weil nur wegen der Leuchtkäferlampe macht diese ganze... Das ganze Gebäude keinen Sinn. Die Hexe ist ja ungefähr so groß wie Toll. Ah, warte mal. Geh doch mal rein. Ja, aber die bückt sich halt dann durch die Tür. Gib ihr mal das Amulett. Ach so. Amulett der Hexe geben. Okay. Doppelklick ist immer drin. Miau. Alles klar. Jetzt das nächste Labyrinth. Ich denke, wir kommen auf den Punkt. Ich sehe draußen eine Lichtung, die aussieht wie das Lager des Jägers. Wir sollen den Tatsachen ins Auge sehen. Ich werde nicht aufwachen, das ist kein Albtraum. Ich schlage vor, nachzusehen, worum es sich handelt und dort einen Plan zu entwickeln. Entschuldigen Sie bitte die Störung.
Ich musste das Rundschreiben verpasst haben, das Flussdiagramm unseres Abenteuers auf den neuesten Stand gebracht hat. Sind Sie jetzt der Chef? Das hat mich jetzt voll irritiert. Fehlt ein S. Ja. Trotzdem stimme ich Ihrem Plan zu. Ey, ich komme mir vor wie so ein Analphabet manchmal, wegen der Font. Wir können das immer noch tun, die Beine unter die Arme zu nehmen, sobald wir bestätigt haben, dass der Diebstahl unmöglich ist. Der drohende Pfad. Ich denke mal, noch eine Location wird es da geben auf dem Plan und dann... Ja. Das ist also... Er hält seinen Bogen in der Hand. Gehen wir weg? Nein, ich denke, es gibt ein Mittel, ihn zu fangen. Vielleicht, wenn wir ihn freundlich fragen. Oh, das ist eine gute Idee. Tiny, hierher. Vielleicht haben Sie recht. Ich spreche trotzdem nicht sehr gern mit diesem Jäger. Vielleicht habe ich eine Idee. Meine Götter. Also, ich schleiche mich zu bei ihm. Ich nehme seinen Bogen. Er wacht auf. Er tötet uns. Wir sterben. Nachspannen. Ende. Nicht genau. Sie würden sich vorher in den Baum postieren, um den Jäger mit einem schweren Gegenstand auszustellen, sobald er aufgewacht ist. Das können wir versuchen, oder? Es ist eine sehr schlechte Idee. Es ist auch unsere einzige Idee. Ich stimme Ihnen zu. Sehr gut. Der erste Schritt für Sie ist, auf den Baum zu klettern. Nein, der erste Schritt ist, alle Geräusche, die wir machen könnten, zu dämpfen. Genau. Haben Sie eine Idee? Ich habe sogar sämtliche Lösungen, aber ich habe es lieber, Sie aus reinem Krankenwillen suchen zu lassen. Also, er will das Tiny das machen. Ja. Rechts unten war wieder Speichersymbol. Wieso muss Tiny ihn dafür aufwecken? Hier ist auch übrigens so ein Drahtfalle. Ja. Wieso muss Tiny... Oh, wir können nicht mehr die Karte nehmen. Kommen wir denn so zurück? Okay, hier ist das wieder. Hier haben wir noch nicht mal geguckt, ob hier irgendwas auf dem Pfad liegt. Ich denke mal irgendwie Laub. Oder halt, wir müssen nochmal mit der Hexe labern. Da, guck an. Erika. Und ein Pilz. Wahrscheinlich so jetzt Pilzschuhe bauen. Super damn. Mediger Pilz. Aha. Weiche Pflanze. Wo haben wir die denn her? Keine Ahnung. War, glaube ich, mit da rausgerupft. Ich würde das gerne dem Tiny geben. Ja. Dass wir damit zur Hexe gehen. Hey, was geht ab? Ansonsten nochmal so mit der sprechen. Ja. Ich denke, dass sie das jetzt nicht braucht. Ja, kann sein, dass... Sie muss uns ja wahrscheinlich erst irgendeinen Auftrag geben. Sprechen wir mit der. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr machen. Hallo, du kleines Geschöpf. Ich suche einen Weg, um geräuschlos zu werden. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich denke, dass ein Geräuschlosigkeitstrank dafür funktioniert. Genau, Trank. Ein Geräuschlosigkeitstrank? Da unten schon gleich, darunter stand die Auswahl. Perfekt, 3 Liter bitte. Irgendwie sowas. Ja, seine Dämpfe dämpfen Geräusche. Das Problem ist, dass ich keine auf Lager habe. Außerdem habe ich auch keine Zeit, die Zutaten zu holen. Die kann ich vielleicht holen. Gute Idee. Du wirst dann zurückkommen, damit ich den Trank zubereite. Dann brauchst du 3 Sachen. Einen kleinen Pilz. Weichen Schaum. Haben wir. Und zarte Flechte. Ich glaube, das haben wir auch. Bring mir das. Und wir können anfangen, wenn du Fragen zu den Zutaten hast. Frag mich. Oh, deine kleine freundliche Erinnerung. Vergiss nicht alles zu nehmen, damit es nachwachsen kann. Ach so, falls man es irgendwie verkackt, später
Könnte man es nochmal... Ja, sprich die einfach nochmal an. Vielleicht kann man jetzt... Ah, okay. Vielleicht kann man jetzt einfach nur sagen, yo, hab alles. Hallo, du kleines Geschöpf. Was genau ist zarte Flechte? Dies ist eine Flechtenart, die in einigen Höhlen zu finden wächst. Ich hab gesoffen. Die in einigen Höhlen wächst. Man hat schon seinen eigenen deutschen Satz im Kopf, wenn man den Satz anfängt, ne? Und dann geht er aber trotzdem ein bisschen anders weiter. Sie ist die meiste Zeit unsichtbar, aber eine bestimmte Lichtquelle kann sie offenbaren. Okay. Wahrscheinlich diese komische Lampe, die wir aufgenommen haben. Ja. Okay, auf Wiedersehen. Bis bald. Das heißt, wir müssen nochmal... Mit der Karte in eine Höhle. Was? Ach so. Mit der Karte rechts. Ich dachte, das ist einfach mal hier im Wald nochmal gucken. Die hat doch gesagt, in Höhlen ist sie. Ja, sorry, hab ich irgendwie überhört. Also hier. Ach, da hier wieder rein. Oh, ja. Was für ein Zufall. Also, es ist dunkel, aber ich sollte etwas haben, um Licht zu bekommen. Großartig, oh. Irgendwas. Diese Flechte ist unerreichbar. Ich muss eine andere finden, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist cool, dass man das mehr oder weniger jetzt... Man sieht auch, die Lichtart ist ein bisschen anders. Ist noch ein bisschen grünliches Zeug. Hier ist nichts. Auch cool, dass man das mehrfach besucht hier, auch wenn das jetzt so eine nervigere Location ist. Genau, vielleicht die. Diese Fläche ist unerreichbar. Ich muss eine andere finden, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Diese Flechte, bla. Musik ist wieder ganz gut. Vielleicht kann man jetzt von unten hier dran. Diese Flechte ist unerreichbar, bla. Ja, gute Idee so, ne? Vom Rätseldesign. Diese Flechte ist bla. Aha! Hahaha! Was für ein seltsames Moos. Es glänzt leicht blau und fühlt sich weich an. Ah, scheiße, wir können die Karte nicht nutzen. Ne. Soll ich nochmal... Können wir zum Bären? Ja, gucken, ob man da rein kann. Der Dompteur und der Bär müssen schlafen. Das Licht ist aus. Ich werde sie nicht stören. Guck mal. Wenn ich nach rechts unten gehe, ist hier links oben wahrscheinlich die andere Lichtquelle. Ich bin mir nicht sicher, weil die wandert mit dem anderen Licht mit. Aber ich kann mich auch irren. Schauen wir mal. Ich denke mal, den Trank kriegen wir noch fertig in dieser Session. Du kannst auch immer doppelklicken, um schneller zu gehen. Jetzt hat er wahrscheinlich alles dabei. Man kann die ansprechen. Trank brauen. Hallo. Hallo, mein kleines Geschöpf. Okay, auf Wiedersehen. Gib dir mal die Flechte. So. Herrlich, zarte Flechte. Ich glaube, den Pilz brauchte der noch. Sehr gut, auch noch der mehlige Pilz. Gib einfach mal alles. Ich denke nicht. Ja, und ich glaube, das Zeug, Erik. Nee. Was war denn noch? Hallo, du kleines Geschöpf. Was brauche ich noch für den Geräuschlosigkeitstrank? Du brauchst drei Sachen. Ein klein wenig Pilz. Check. Haben wir. Ach, den Schaum. Ja, klar. Okay. Auf Wiedersehen. Lecker Tollwutschaum. Tollwut. Scheiße.
Den hat zu toll. Doppelklick ist schneller. Habe ich. Ja, manchmal zu langsam gedoppelklickt. Checken, ob der das hat. Okay. Los, mach hinne! Wunderschön, weicher Schaum. Perfekt, ich denke, wir haben alles. Bam! Und hier ist ein Geräuschlosigkeitstrank. Stell ihn in die Nähe der Person, vor der du dich verstecken willst. Okay, das ist auf jeden Fall gut, weil die Dämpfe dämpfen alles, ja, ne? Vielen Dank, Frau Hexe. Speichern. So, yeah. Und ich würde sagen, damit, mit dem Speichern von vorhin, verabschieden wir uns für diese Aufnahmesession. Richtig. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.